dass wir in Brandenburg nach dem Auslaufen des EEG vor dem Trümmerfeld mehrere Investitionsruinen stehen werden, halte ich für mehr als wahrscheinlich. Und das Gleiche und der Beginn wird sein, wenn das, was im Anfang der 2000er Jahre errichtet wurde, zurückzubauen ist. Und insofern ist das eine aktuelle Diskussion und durchaus keine rückwärtsgewandte, sehr geehrter Herr Kollege Holzschuher. Schon im Jahr 2015 hat die AfD-Fraktion dieses Thema deshalb in einer großen Anfrage mit der Drucksache 6560 aufgegriffen und verdeutlicht. Die Ergebnisse lassen tief blicken. So lautet etwa eine der dort angegebenen Antworten oder gegebenen Antworten der Landesregierung, ich zitiere, die Rückbauverpflichtung für Windkraftanlagen gemäß § 35 Absatz 5 Baugesetzbuch besteht seit dem Inkrafttreten des Europarecht-Anpassungsgesetzes Bau zum 20. Juli 2004. Die Rückbauverpflichtung dient in erster Linie dem Schutz des Außenbereiches. Wie es um diesen Schutz des Außenbereiches aber tatsächlich bestellt ist, zeigt allein schon die Zahl der bis 2004 in Betrieb genommenen Anlagen. Das Jahr 2004 einmal ausgenommen, sind das schon allein von 1991 bis 2003 stolze 1415 Windenergieanlagen. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Fest steht, dass die Rückbauziele des Landes Brandenburg, selbst wenn ein Rückbau einmal erfolgt ist, im Hinblick auf die Wiederherstellung der Bodenqualität kaum überwacht werden, eigentlich gar nicht. Auch hier ist die Antwort auf unsere große Anfrage eindeutig. In den unteren Bauaufsichtsbehörden gibt es keine Statistik oder sonstige Angaben über die Bodenqualität beim Rückbau. Das heißt im Klartext, dass sich die Landesregierung bei ihrer Unterstützung des Profitstrebens von Investoren nicht um die damit verbundenen Verantwortlichkeiten kümmert. Weiter heißt es in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage in der Drucksache 6149, Zitat, bei der Ermittlung der Rückbaukosten sind nach der Verwaltungsvorschrift zur brandenburgischen Bauordnung 10% der Rohbaukosten anzusetzen. Bei Windenergieanlagen sind als fiktive Rohbausumme 40% der Herstellungskosten gemäß § 4 Absatz 2 Satz 3 der brandenburgischen Baugebührenordnung zu berücksichtigen. Aufgrund von Besonderheiten im Einzelfall kann ausnahmsweise eine Erhöhung oder Verringerung des Prozentsatzes gerechtfertigt sein. Ob das auch wirklich genug ist, wird die Zukunft zeigen. Ich jedoch wage zu bezweifeln, dass die derzeitige Gesetzeslage ausreicht, um die Betreiber von Windenergieanlagen ausreichend in die Pflicht zu nehmen, wenn es um den Rückbau von Windenergieanlagen geht. Neben der Baulast gelten laut dem Bundesverband für Windenergie als weitere Sicherungsmittel zur Absicherung der Rückbauverpflichtungen folgende Mittel: eine Bank- oder Konzernbürgschaft, eine Hinterlegung der Sicherheitsleistung in Geld, eine Verpfändung von Gegenständen oder Rechten, ein Festgeldkonto, dessen Kündigungsfrist nicht mehr als 6 Monate beträgt und das durch die Behörde gekündigt werden kann, und oder der Abschluss von entsprechenden Ausfallversicherungen. Die AfD ist hierbei der Auffassung, dass ein Sicherungsmittel, wie es der Gesetzgeber fordert, nicht genug ist, um eventuelle Finanzierungslücken beim Rückbau auszuschließen. Gerade vor dem Hintergrund des Auslaufens der staatlichen Förderung für zukünftig immer mehr Windkraftanlagen brauchen wir ein Höchstmaß an Sicherheiten für den künftigen Rückbau. Deshalb können wir dem Antrag von Herrn Wieler nur zustimmen, denn Vorsicht, und wir haben es hier mit einer vorbeugenden Maßnahme zu tun mit dem Antrag, Vorsicht ist bekanntlich immer besser als Nachsicht später zu haben. Vielen Dank.